Yo meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video vom Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid, wir geben uns Denno419 und Enno McSion, wenn ich es richtig ausgesprochen wird, und ganz krass, produziert von Judy. Denno419 finde ich ein sehr nicer Künstler eigentlich. Ein paar Einzeltracks von ihm gehört, die fand ich sehr nice. Ich glaube, Manuelsen hat auch mal einen Track rausgebracht, weil ich mich jetzt nicht vertue, sonst zerstört mich in den Kommentaren. Ja, jetzt hat er hier einen Track mit Enno, den ich früher zu Para machen und so zu der ganz alten Zeit sehr gefeiert habe. Was heißt sehr gefeiert? Ich habe ein paar Lieder von ihm gepumpt auf jeden Fall. Ja, jetzt schon länger. Blackberry Sky hieß der so. Den Track fand ich noch übertrieben nice. Ab und zu haut er nur mal so einen Track drauf, wo ich so denke, alter Schwede, aber insgesamt ist mir das oft nicht so meine Musik oder oft zu wenig. Aber wir gehen einfach mal rein. Könntest du ein Sweet-Shit-Ding werden? Ich bin sehr gespannt. Nix, zwei, drei Grad aus fürs Gespräch. Du kriegst Hallo, so viel Drip, als hätte ich Marathon geschwitzt. Digga, was ist das für ein Track hier so vom Beginn? Alter, ist wirklich nice. Der Sound hört sich wirklich geil an. Können uns hier nochmal den Einstieg geben hier. Die Driplines kann man natürlich auch irgendwann sein lassen. Haben wir schon zu Genüge gehört, aber vom Sound her hört sich's erstmal nice an. Alles oder nix, zwei, drei Grad aus fürs Gespräch. Du kriegst Hallo, so viel Drip, als hätte ich Marathon geschwitzt. Einreise illegal, Heimreise Jet in Schwarz, Level. Einreise illegal, Heimreise Jet in Schwarz. Ja, nice. Schöne Ignoranz dabei. Nice gerappt und ja, gefällt mir gut hier. El Chapo Guzman ist mein Manager, alles Plastik, Mastik, aber macht nix. Nachts dicken Gras und Haschisch und Tigrantkick. Padlat die Gazi nach und ich krieg Lachkicks. Sag was für Arsenal, wenn du nicht abdrückst. Diese zwei. Was für Arsenal, wenn du nicht abdrückst. Ja, nice. Kann man natürlich auch auf Abdrücken, kann man natürlich auch auf diese Clans natürlich beziehen. Kann man natürlich auch auf Feuern so beziehen. Ja, nice Zeile. Padlat die Gazi nach und ich krieg Lachkicks. Sag was für Arsenal, wenn du nicht abdrückst. Diese zwei kommen rein und du rennst lieber weg. Original, du zahlst Geld für Respekt. Alles cool, du bist krass, du bist echt, ja. Und Ironie in der Hook. Ja, alles cool, du bist krass, du bist echt. Ja, man, geil, wie er sich so gleichzeitig darüber lustig dachte. Diese Ironie dahinter ist nice. Und der ganze Song gefällt mir echt gut. Hätte ich nicht geglaubt, aber es ist wirklich ein geiler Song. So bis hierhin. Ich fick den, der dich entdeckt hat. Jahrelange Erfahrung. Deine Jungs haben von dem Block keine Ahnung. Achi, ich durchschau deine Tarnung. Zwei Schüsse in die Luft, kleine Warnung. Mama, Mama, diese Dinge ist verheilt. Ich bin gerade jetzt ja ne Mr. Martin. Ja, hier hätte ich cooler gefunden, wenn er so auch so komplett straighter so ein bisschen durchgerappt hätte. Ennos Teil fand ich hier sehr, sehr stark. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Bleib lieber auf Distanz, wenn wir da sind. Walla, diese Dinja, da ich rein. Walla, Mama, diese Dinja ist rein. Ich bin gerade jetzt ja ne Mr. Martin. Aber, vom Sound her ist es natürlich nice, aber hier finde ich Enno auf jeden Fall stärker als Denno419, muss ich hier ganz klar sagen. Bleib lieber auf Distanz, wenn wir da sind. Walla, diese Dinja, da ich rein. Ja. Hanno Flo, Baby, Achi, check. Ja, so will ich das hören. Das scheint wohl die Hook zu sein. Ich bin nicht sicher, wir hören mal rein. Die wird sich ja dann wiederholen. Und dann, wenn es so ist, sage ich nochmal was dazu. Such den Gurkenreim grad auf Google Chrome. Dann kam ich auf die Szene, ist ein Uhrensohn. Lad dein Bild auf Insta hoch mit deiner Nelly-Pose. Links eine Tachi, in der rechten meine Ready-Dose. Ah, nice. Gehen wir mal zurück hier. Tachi, check. Such den Gurkenreim grad auf Google Chrome. Dann kam ich auf die Szene, ist ein Hurensohn. Ja, auf Google Chrome Reim und dann Hurensohn. Ich meine, so eine ähnliche Zeile hat Shindy auch mal gedroppt auf. Auf welchen Track war es? Ich komme es nicht drauf, aber auf jeden Fall auf den NWA-Album, meine ich. Aber vielleicht vertue ich mich ja auch. Schreibt es in die Kommentare. Bild auf Insta hoch mit deiner Nelly-Pose. Links eine Tachi, in der rechten meine Ready-Dose. Crack City ist das Leben an der Mauerseite. Pumpe Ahmed Kaya jeden Tag auf Dauerschleife.
Schleife. Bin der Depperdorn, König, so wie Eknaton, Baller, so wie Jemmerson. Achi, guck mal, ich bin fresh wie Lipton Ice, DJ, check den Eis. Digga, der Sound, den Flow, den er hier hat, ist einfach geil. Knallt rein, hört sich wirklich nice an. Ich dachte schon, er enttäuscht mich hier vielleicht wegen der Hook vorhin oder was das war. Aber das klingt wieder nice. Bin der Depperdorn, König, so wie Eknaton, Baller, so wie Jemmerson. Achi, guck mal, ich bin fresh wie Lipton Ice. Check den Einstieg und flex mal like me. Meine Kachi, sie hat Racks in ihrer White Jeans. Bin back mit Heimsieg und weg mit Type Beats. Hanno Flow, baby. Jahrelange Erfahrung. Die Hook, die mir hier nicht so gefallen hat. Ja, muss ich, die Parts sind nice, obwohl ich den Endo-Part auch noch besser fand als der von Denno 419. Aber hat ja auch einen guten Part abgeliefert, ohne Frage. Soundbild ist einfach nice. Wirklich, wirklich stark. Und wir hören uns nochmal die Hook an. Deine Jungs haben von dem Block keine Ahnung. Achi, ich durchschau deine Tarnung. Zwei Schüsse in die Luft, kleine Warnung. Mama, Mama, diese Dinger ist verheilt. Ich mach nochmal zurück, Leute, wo die Hook hier anfängt. Heimsieg und weg mit Type Beats, Hanno Flow, baby. Jahrelange Erfahrung, deine Jungs. Bis hierhin geht's, wenn man das so weiter durchgezogen hätte, dann wäre es für mich ein starker Song geworden. Ich lass mal kurz durchlaufen. Haben von dem Block keine Ahnung. Achi, ich durchschau deine Tarnung. Zwei Schüsse in die Luft, kleine Warnung. Mama, Mama, diese Dinge ist verheilt. Teil ab hier, der gefällt mir leider nicht mehr. Aber okay. Ja, schreibt mal natürlich in die Kommentare, was ist eure Meinung zum Song. Ich bin gerade Isian und Mr. Martin. Bleib lieber auf Distanz, wenn wir da sind. Walla, diese Dinge da ich rein. Walla, Mama, diese Dinge ist verheilt. Der Sound war so nice bis hier und dann die Hook da rein zu ballern, gefällt mir nicht, hätte man anders machen sollen aus meiner Sicht. Aber ich sag's immer wieder, ich bin keiner, entscheidet, ob ein Song gut ist oder nicht. Ich sage einfach nur meinen persönlichen Geschmack, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Feiert es oder feiert es nicht, aber ich sag immer ehrlich meine Meinung und ja. Ich bin natürlich auch auf eure Meinung gespannt, schreibt sie in die Kommentare und wir hören nochmal kurz durch. Wenn wir da sind, wollen wir diese Dinge da hier rein. Ja, wenn ihr ihn supporten wollt, gönnt euch sein Album und ja, sonst schreibt mir eure Meinung natürlich und ja, auf jeden Fall, das war's von mir. Wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.